Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, erstmal, bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, möchte ich noch eine kleine wichtige Information sagen. Und zwar möchte ich nächste Woche ein Frage- und Antwort-Video machen. Und da brauche ich eure Fragen. Also schreibt wirklich alles Mögliche. Ihr könnt alles fragen in die Kommentare. Oder ihr könnt es auch auf Twitter stellen. Oder Facebook. Oder Instagram. Oder Snapchat. Ihr könnt mir da einfach privat schreiben. Ihr könnt wirklich jede Frage, was auch immer, stellen. Ich werde sie nächste Woche dann in mein Video beantworten. Und ihr werdet dann auch in mein Video erscheinen. Ihr könnt natürlich auch mehrere Fragen stellen. Dann fange ich jetzt auch da mit dem eigentlichen Video an. Wie ihr seht, bin ich gerade ungeschminkt. Und zwar mache ich die No Mirror Makeup Challenge. Ja, das ist so, man muss sich schminken ohne Spiegel. Und ja, dann werdet ihr später aussehen, wie ich mich dann geschminkt habe. Ich bin selbst gespannt, wie das bei mir aussehen wird. Ne, ich werde das Ding jetzt umdrehen, die ganze Sache. So. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, dann fange ich mit dem Video jetzt an und wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video. So, ich sehe jetzt nichts mehr, wirklich nichts mehr. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Make-up an. Ich glaube, das ist auch noch das Einfachste von allen. Und zwar das da nehme ich jetzt erstmal. Einmal. Ich weiß echt nicht, wo ich da hinmache. Kann ja auch nicht schön, das ist auch ganz normal, aber nicht, das kann man auch nicht so richtig abschätzen, wenn man das nicht sehen kann, ne? Ich habe jetzt einfach mal so viel, weil ich sehe das einfach nicht, ich weiß jetzt echt nicht, ob das gut aussieht, aber egal. So, Foundation und ja. Kann ich auch nicht so abschätzen, ich versuche das wirklich gut hinzubekommen. Und die Augen schön. So. Dann nehme ich Puder. Puder. Boah, das pudert ja ganz schön herum. Dann nehme ich extra noch schön hier Rouge. Ne? Rouge. Da ist ein Spiegel drin, aber ich gucke da natürlich nicht rein. Ne? Mache ich schön. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da hin muss. Ups, Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ja, das ist scheiße ohne Spiegel. Ne? Dann weiß man auch gar nicht, wo das jetzt hier ist. Man kann das einfach nicht sehen. Ne? Man kann es auch nicht ertasten, weil man weiß auch nicht, ob es jetzt zu viel ist oder zu wenig. Ich weiß es nicht. Soll ich noch mehr drauf machen oder nicht? Egal. Und dann mache ich, glaube ich, einfach mit den Augenbrauen weiter. Das wird jetzt ein Spaß werden, ne? Also. Ja, ich weiß nicht, wie ich das hinmache. Ja, das ist jetzt sauschwer, ne? Ich kann das ja eh nicht sehen. Scheiße, ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt mal einfach hier. Ich weiß nicht, Leute. Sieht das schon schlimm aus oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Können wir dann auch gleich mit den Eyeliner weitermachen? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das darf ich nicht. Ja, scheiße, ich bin nicht mehr da. Und sieht das schlimm aus. Ja. Gut, dann mache ich jetzt mit dem Lidschatten weiter. Also ich will ja auch etwas übertreiben, ne? Dass man das auch nachher schön sieht. Eine schöne Lidschattenpalette. Welche Farbe nehmen wir denn? Welche Farbe nehmen wir denn? Also ich nehme nachher so eine Art pinken Lippenstift, dann könnte ich eigentlich auch pink drauf machen. Dann dunkel. Ups, falsch. Ach ja. Dann noch dunklen hier.
mit eigentlich sollte ja dann so ein Verlauf entstehen. Weiß nicht, ob da jetzt so ein Verlauf entsteht. Ja, dann macht man ja auch manchmal noch mit dem Helm. Auge. So, hier. So. Weiter mit der Wimperntusche. Da benutze ich immer Rotaler. Die beiden, einmal von Asta und Maybelline Jade. Oder mit der Maybelline Jade an. Oh, scheiße, ich will einfach mal den Haaren. Das kann ich eigentlich ganz gut, weil das mache ich manchmal öfters ohne Spiegel. Und ja, ich weiß echt nicht gerade, wie das aussieht. Also ich bin nachher wirklich auf das Ergebnis wirklich gespannt. Ne? Immer diese Frauen, die beim Schminken so komisch gucken. Hoppala. Hier unten. Ja, wohin kriegen Lippenstift, wa? Kriegt doch jeder Mensch. Gucken wir jetzt mal, wie das sein wird. Ne? Farbe. Fertig. So Leute, ich guck jetzt mal. Ich drehe das jetzt um und ihr seid live dabei auf der Reaktion und ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich weiß es nämlich nicht und. Okay, ich drehe das jetzt um. Ach du Scheiße. Ja, das mit Augenbrauen. Das sieht man sonst gar nicht. Ich kann noch ein bisschen weiter herangehen. Also so habe ich mich jetzt geschminkt. Das ist hier unten ein bisschen verlaufen. Aber das ist hier ein bisschen stark. Die Augenbrauen, ja, ist hier ein bisschen, ne? Und dann da sieht man das auch, dass ich da hoch mache. Ja, Wimperntusche. Klapp. Ja, Lippenstift. Sieht gerade nicht so toll aus. So habe ich mich jetzt geschminkt. Eine Oma-Challenge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, auch wegen, also vergiss keine Fragen, die Kommentare zu schreiben. Ich werde alle, ob ich mal irgendwie Fancalls machen soll oder so, schreibt es einfach mal in die Kommentare oder stellt deine Frage zu und ich werde die nächste Woche beantworten. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt es mit einem Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal.